Moin, moin Leute, und weiter geht's mit Clash Royale. Ich habe richtig Lust, mal wieder ein bisschen Royale zu clashen. Als allererstes machen wir die Gold Chest auf und hoffen, dass wir heute die Free Chest, die Crown Chest hier zusammen. Oh, zwei Magier, nice. 17 Minions, okay. Aber ich mag ja das schon sehr, sehr cool. Was haben wir heute im Shop? Riesenskelett, aber ich habe eh keine Kohlen. Ja, ich könnte noch so einige. Ich meine, 1642. Ich könnte so einiges aufleveln noch. Aber für die Punkte. Mal gucken. 4000. Das kostet jetzt nur 400. Achso, mein Golem habt ihr gesehen. Habe ich selbst noch nie gespielt. Und hier kann ich auch. Was bringt es denn? 25? Ne, dann spare ich lieber. Dann spare ich lieber. Ich will erst jetzt mal ein Kämpfchen machen. Dass wir die Crown Chest kriegen. Also da müssen wir vielleicht zwei oder drei Kämpfchen machen. Und dann wollten wir uns ein paar Einheiten angucken. Ich bin ich ganz jetzt frisch Arena 7 oder bin ich noch drunter? Das weiß ich gerade gar nicht. Schlecht. Okay. Das war ein schneller Angriff. Damit rechnet man heutzutage nicht. Das ist tatsächlich eine ganz coole Nummer. Ich nehme jetzt noch Schwein dazu und denke, dass ich da einiges auch an Damage hoffentlich machen kann. Ah, Mist, die habe ich nicht mitgekriegt. Aber Hock macht Damage, der macht gut Damage. Und die sind da... Okay, jetzt kommt sein Hock und ich habe nichts dagegen. Das ist nicht so prickelnd. Okay, sein Hock ist tot, trotzdem... versuche ich mit Witch zu regeln, dass ich den Loon noch dazu setzen kann. Oh, der Ton ist leider wieder ein bisschen laut. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Komm, 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 Loon. Oh, jetzt erstmal mit Skelette. Ich habe leider meinen... Oh, das ist gut, dass er die Goblin-Hütte geht. Weil die Goblins laufen hier raus. Ich hoffe... Ja... Ach nee, Rejoint. Ich habe schon gedacht, das ist jetzt so eine Holz... Er hat einen Ballon... So, jetzt kann ich eigentlich gemütlich Defense spielen. So. Wir... Schade, den hätte ich noch kaputt gekriegt, aber wir können sparen auf 10. Jetzt haben wir ein Gebäude da sitzen. Ich werde versuchen, weiter zu pushen. Einfach, dass wir wegen der Crown Chest, das ist so das, was jetzt mich am meisten gerade interessiert. Mal hier ein Blitz, also ein Zap hin. Zap finde ich mittlerweile eine echt gute Karte. Hawk Rider. Schade, meine Witch ist gestorben. Doppelt Elixier. Schade, dass der Prinz da direkt kam. Zep. Zep ist eine coole Karte. Ach, ich hab's gerade gesagt. Ist einfach eine coole Karte. Macht Damage und stoppt ein bisschen. Hier kann jetzt nichts mehr passieren. Einfach durch die Gebäude ist natürlich... sind so ein bisschen abgelenkt, die ganzen Einheiten. Die werden dann nicht mehr durchgekommen. Eine Silver Chest und ich spiele genau, ich spiele auf Arena 6 mittlerweile. Zwei Arena 6 Kisten. Das sind noch Arena 5 Kisten. Die drücken wir am Ende auf. Hier muss man immer gucken. 10 Minuten ist ein Gem. Und das heißt, hätte ich jetzt vor einer Sekunde gedrückt, wären es... Oh, Rathaus Level 8 mit 1890 Punkten. Yeah, good luck.
Ich könnte... Okay, auch jemand, der hier direkt hart pusht. Tja. Also, es wird so ein Billig-Kreaturen-Deck sein. Muss ich ehrlich sagen, wie spiele ich gegen ein Billig-Kreaturen-Deck? Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also habe ich tatsächlich die letzte Zeit nicht als Gegner gehabt. Was ich häufig hatte, sind Pekkas oder sowas. Halt große Einheiten. Okay, ja, ist billig Kreatur. Mal gucken, ob er noch einen dicken Damage-Dealer dabei hat. Oder nicht. Bin ich gespannt. Aha. Also er hat noch was dabei, um Damage zu dealen. Gegen die Dinger habe ich... Das ist wirklich ein Deck, gegen das ich noch nie gespielt habe. Normal sage ich, jedes Deck kam schon mal irgendwann irgendwie ran. Schade, dass da meine Witch durchkam, ohne dass ich sie supporten konnte. Okay, ein Deck. Wir lassen die ein bisschen näher rankommen. So, erst die AOE-Damage-Dealer kaputt machen, dann die anderen. Da zepp ich mal rein, dass die restlichen Barbaren... Okay, hier machen wir ein bisschen Damage. Wahrscheinlich wird er gleich wieder sein... Oh, sehr schön, ist kaputt gegangen. Ich setze direkt das zweite Gebäude, wollte ich sagen. Das machen wir trotzdem. Oh, da ist ein Skelett da drin. Das hatte ich gar nicht gesehen. Ich werde jetzt versuchen, tatsächlich ein bisschen links zu pushen. Komm, die kriegen wir gezappt. Das ist sehr viel, was da kommt. Ich will eigentlich gerade irgendwie schnell meinen Zap rausdrücken. Okay, jetzt muss ich hier verteidigen. Nein! Das war knapp. So, hier nehmen wir die Witch. Die ist halt gegen solche... Oh nein. Danke, dass die Skelette dahin laufen. Ich kann ja direkt was hinsetzen. Kommt auch wieder sehr, sehr viel. Hier muss ich tatsächlich auch in die Defense gehen. Komm, komm, komm. Dich brauche ich. Meine Fresse, habe ich die Runde verloren. Okay, 1890. Interessantes Game. Und da, gut, da verliere ich nur 19. Aber interessantes Spiel. Das wäre ein Deck, was mir durchaus auch Spaß machen könnte. Habe ich mir nämlich gerade überlegt. Also einfach... Oh, guck mal, Rathaus 6. Ach, gehen mir die gleich Heuler auf den Senkel, ey. Sei doch froh, dass du so hoch gekommen bist. Hoffentlich spielt er nicht genau dasselbe wie ich. Nein, tut er nicht. Das ist schlecht. Hock kann ich nicht verteidigen. Okay, ich habe den Tower schon nieder, aber... Okay. Ein bisschen Schwein... Oh, oben... Ich setze sogar jetzt offensiv das, das ist gegen die Witch. Ah, was mache ich jetzt? Gehe ich auf die Main? Ja, die ist eigentlich schon hart angeschlagen. Hätte ich mich früher entscheiden können. Eigentlich würde ich jetzt, warte ich jetzt, bis er entweder was setzt oder setze hier direkt. Okay, er greift an, also setze ich hier
offensiv, dass mein Hokrider da drüben jetzt so ein bisschen gegen den Dings spielt, ist ein bisschen doof. Ja. GG. Nein, 6 Punkte. Okay, die Witch lebt. Ja, well played. Also, der Push, wo ich schon hier, also hier schon eine große Armee hatte, war nix. Ich krieg jetzt leider nur 19, aber wir kriegen die Crown Chest. Juhu. Und mal gucken, ob endlich was Gutes drin ist, dass ich mal was Ordentliches ziehe. Ich habe aus den letzten Kisten immer nur Müll. Ich sag mal, ich meine vieles, man braucht ja jede Karte. Komm, komm, komm. Nein. 18 Ritter. Hip hip, hurra. Nein, ich lese ja immer, was hier so manche ziehen aus der Crown Chest, oder aus den Free Chest hier, den Eismagier. Ach, ich wäre einfach schon über ein paar epische, dass ich mal hier meine Witch vielleicht auf Level 3 kriegen könnte, oder ja, es wird denn ein Zap-Update bringen. Eine Sekunde. Mehr Damage auf Crown. Finde jetzt so wichtig nicht. Wenn wir uns mal hier angucken. Der Zap macht die, selbst wenn die Level 8 sind, jetzt schon easy weg. Okay, die halten mehr aus. Was haben wir noch? Die macht der easy weg, der Zap. Was ist mit dem? Nee, ich will nicht. Ich wollte Upgrade. Okay, das überlebt auch. Aber auch wenn ich ihn upgraden würde, würde es überleben. Tja, mein New Golem. Ich habe, wie gesagt, noch nie mit ihm gespielt. Hatte ihn letztes Mal im Shop, habe ihn mir da geholt. Weil, ja, das ist natürlich eine Karte, die ich schon haben wollte. Einfach, weil ich sie auch noch nicht hatte. Und immer, wenn ich halt Arena 6 bin, ja, dann muss ich, denke ich, das ausnutzen. Und hier, den will ich mir jetzt auch mal angucken. Mal mitgespielt mit dem habe ich auch nicht. Okay, kann ich schießen auf Ziele, die sehr nah an ihm sind. Und hat halt eine riesen Range und macht AOE Damage. Area Damage. Okay. Okay. Ich habe gerade heute ein bisschen Bock zu zocken, darum machen wir noch ein Ründchen. Und ich will ja auch Richtung, ich meine, zwei Runden. Und ich könnte meinen persönlichen Rekord endlich mal eingestellt haben. Wir warten noch ein bisschen. Leider kommt der Loon nicht, was ein bisschen schade. Okay, weil ich noch nie gegen ihn gespielt habe. Er wird jetzt gleich seinen Magier hier hinsetzen wollen. Okay, ein Prinz. Die Zeit, die möchte ich haben. Poison. Okay, aber sehe ich jetzt nicht als so wild an. Ich muss jetzt mal hier. Ja, Prinz hat leider doch Damage gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Strategie war, die er spielt. Die fand ich jetzt tatsächlich nicht so prickelnd. Okay, wir lassen mal den Loon durch und verteidigen dann nicht weiter. Ich meine, er hat beide Tower angeschlagen. Jetzt der Drache macht leider viel Damage. Okay. Den Elixiersammler. Da will er auch nichts davon haben. Also jetzt allein meine Witch kann jetzt schon den Tower einreißen, wenn es ein bisschen günstig läuft. Ja. Okay,
Okay, ah, schade. Ich habe gehofft, dass meine Witch ein bisschen länger überlegt, weil die war wohl hart angeschlagen. Ja, also ich mag mein Deck momentan. Ich finde es echt rund, weil ich habe immer das Verteidigungsgebäude, das Skelett macht immer ein bisschen Damage. Komm, hier, wo sind deine Bogenschützgoblins? Er spielt halt gleich. Er hat keine Varianz in seinem Spiel und bis sein Goblin hier bei mir drüben ist, er wird jetzt hart pushen, aber ich gehe jetzt fast davon aus, dass ich da schon seine Main kaputt habe. Jo, well played, Junge. Und wie viel haben wir? Plus 31. 1789. Da bin ich nicht. Sondern da will ich hin. Nee, will ich nicht. Da? Da will ich hin, genau. Jo, 1800. Wenn ich jetzt ein 30-Punkte-Spiel mache, habe ich meinen persönliche Bestleistung, aber momentan läuft es Deck rund. Ich merke, ich weiß, welche Einheit ich wann wo hinsetzen muss. Habe ein, zwei andere Startkombinationen. Ich mag nämlich nicht nur Witch. Also nicht nur als Starthand Witch und Ballon, sondern auch ach komm, wir tun jetzt mal so, als ob wir mit Barbaren. Schade, der Feuerball ist immer hart gegen die Witch. Aha, einen defensiven Mörser. Interessant. Wir machen einfach mal da oben ein bisschen Stress. Okay. Ich verstehe seine zwei. Also hier wäre eine Tesla viel cooler, weil die halt auch Luft. Das ist ein Deck, was wahrscheinlich gegen meine Luftverteidigung einfach nur, Angriff einfach nur versagt. Schade. Jetzt will er offensiv werden. Ich hab grad nix. Aber es sind halt Barbaren, weißt du? Da hilft dein komischer Feuerball nichts. Das Deck ist, also das vorhin mit der, mit dem Dingsbums-Teil war echt gut. Das jetzt hier ist nicht so prall. Zumindest gegen mein Deck. Manche Decks klappen ja echt gut gegen andere Decks. Komm, und ein Sepp. Okay, der Mörser bleibt stehen. Das ist schon mal. Ah, ne, er ist auch kaputt. Auch wenn mein Blitz ein bisschen. Okay, er nimmt sein Elixier echt als Gebäudepufferer. Ich brauche noch nicht mal meinen Loon. Also ich werde ihn jetzt raussetzen, weil da hat er. Weißt du was? Well played. Und er hat mehr Pokale wie ich. Ich hoffe, das ist nicht das Deck, wo du wirklich damit so hochgekommen bist, sondern ein Testdeck. Und es gibt 34. 1823, meine neue persönliche Bestleistung. Und das habe ich jedem, muss ich jedem sagen. Auch wenn ihr Bock habt zu zocken und denkt, oh, yo, 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 läuft gut, macht immer mal ein Päuschen dazwischen. Einfach cool down.
Weil auch jetzt ist man ja so ein bisschen, juhu, geht gut voran. Einfach ein bisschen easy, bisschen low machen. Keine Ahnung, erstmal jetzt aufstehen, um PC rennen, was trinken und dann die nächste Runde machen. Und genau das werde ich nämlich jetzt machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, viel Erfolg bei Clash Royale. Macht's gut, Leute.